Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, was mich sehr berührt hat. Und zwar das Thema Smoira. Die Smoira in Rumänien, das größte Tierheim der Welt mit über 7000 Hunden. Ich war vor circa 3 Jahren das letzte Mal in der Smoira und hatte die Möglichkeit, mir einen Einblick zu verschaffen in ein Tierheim, was so groß und so gewaltig ist, dass ich mich zeitweise wirklich raustun musste. Also ich musste mich wirklich an die Seite stellen, um diese geballte Ladung an Geräuschen, Gerüchen und Emotionen verarbeiten zu können. Ich bin vor 3 Jahren in der Smoira gewesen und hatte die Aufgabe, einen oder zwei Hunde auszuwählen, die ich dann mit nach Deutschland hier ins Revier für Hunde nehmen durfte und von hier aus dann vermitteln sollte. Es wurden 4 Hunde und von 7000 Hunden ein oder zwei Hunde auszuwählen oder auch 4 ist echt wie ein Schlag ins Gesicht. Als ich doch durch die Reihen ging, habe ich Hunde gesehen, die hatten sich teilweise aufgegeben. Ich habe Hunde gesehen, die haben laut danach geschrien, dass man sie rausholt. Ich habe Hunde gefühlt, die einfach nur still da saßen und waren völlig fertig. Hunde, die richtig aggressiv nach draußen bellten, hol mich endlich hier raus. Wenn man sich den Hintergrund einmal betrachtet, warum diese Hunde dort sitzen, dann werdet ihr auch völlig schockiert sein. Diese Hunde sitzen nicht da, weil es so wenig Hunde auf diesem Planeten gibt, sondern weil es so viele Hunde gibt. Viel zu viele Hunde. Tausende Hunde, die ja nun irgendwann mal irgendwo geboren wurden. Ich habe mich dann mit dem Leiter der Smoira, mit Matthias Schmidt, zusammen auf die Reise begeben in einem Kastrationsmobil und wir sind über die Dörfer gefahren, rund um das Tierheim, um zu schauen, wie ist die Situation eigentlich? Wie gehen die Menschen mit diesen Hunden um und warum gibt es so viele Hunde und wo kommen die eigentlich her? Was ich dort erlebte, war absolut schockierend. Die Menschen in Rumänien haben die Einstellung, Gott soll darüber entscheiden, ob Hunde sich vermehren oder nicht. Tatsächlich. Wenn man sich überlegt, dass aber ganz viele Hunde sich dann verpaaren und sich ja immer weiter vermehren, da gibt es ganz viele Hunde, die auf der Straße rumlaufen. Hündinnen, die läufig sind, dann kommen unkastrierte Rüden, deckende Hündinnen, ja, dann bekommt die Welpen, dann geht's weiter, die Welpen werden dann wieder erwachsen, laufen auf der Straße rum, so geht das immer weiter. Dann kommt der Staat, fängt diese Hunde ein, bringt sie in Tierheime, wo sie nach einer gewissen Zeit eingeschläfert werden. Im besten Fall. Ich werde euch weitere Details wirklich ersparen, was ich sehen durfte, musste, konnte, was mit diesen Hunden geschieht. Sie werden nicht einfach nur eingeschläfert. Da passieren ganz, ganz andere Sachen. Ich möchte jetzt hier auch nicht politisch werden. Aber wenn man sich mal kurz überlegt, dass Rumänien aus der EU Gelder bezieht und dadurch eben genau diese Hundefänger auch bezahlt, ist es wirklich ein absolutes No-Go, was dort in diesem Land passiert. Ich erlebte tatsächlich Verhältnisse wie im Mittelalter. Hunde an 50 cm Ketten. Hunde, die schwerst misshandelt irgendwo lagen. Menschen, die sich in Dreck darum kehren, ob ihr Hund in irgendeinem Zwinger im Dunkeln hockt und den ganzen Tag irgendwie nichts anderes sieht als Gitterstäbe. Diese Menschen habe ich als sehr empathielos kennengelernt. Leider
hatte ich dann auch Gefühle wie Aggression bei mir, Wut, Enttäuschung, Traurigkeit. Und auch jetzt, wenn ich wieder darüber erzähle, merke ich, ich verwirre mich in diesen Gefühlen von Hilflosigkeit und wie ist es möglich, dass es so viele Hunde gibt und warum vermehren die sich immer weiter und warum macht man einfach nicht Zwangskastrationen? Das ist der einzige Weg, um dieses Leid zu beenden, nämlich die Vermehrung zu vermeiden, und sensibilisiert die Bevölkerung, dass wenn Hunde sich immer weiter vermehren, sie auch immer weiter eingefangen werden müssen und immer weiter in Tötungsstationen verbracht werden, dort getötet werden und dann die nächste Fuhre mit den nächsten 30 Hunden wieder in die Tötungsstation kommt. Wenn diese Menschen einen Glauben haben, wenn diese Menschen wirklich auch gläubig sind und glauben an die Schöpfung der Natur, dann kann ich dieses Vorgehen absolut nicht verstehen. Was hat das mit dem natürlichen Umgang zu tun? Was hat das mit respektvollem Umgang mit dem Geschöpf Hund, mit den Geschöpfen Tieren zu tun? Hier sollten wirklich einfach mal auch die deutschen Behörden genauer hinschauen, was in Ländern geschieht, wo Fördergelder hingehen. Sorry, aber diese Ereignisse bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe nachts im Hotelzimmer gelegen und habe mir Michel aus Löhneberger angeguckt. Ich habe mir Pippi Langstrumpf angeguckt, damit diese Bilder aus dem Kopf gingen. Aber sie gehen nicht aus dem Kopf. Sie bleiben. Sie bleiben. Ich höre immer noch dieses Schreien der Hunde. 7000 Hunde. Wenn die anfangen, ihr Lied zu singen, Leute, dann passiert ganz, ganz viel. Eure Herzen werden gebrochen. Ich hatte eine Schauer nach der anderen. Zusätzlich waren diese Gerüche auch von den Hunden, die auch Angst hatten. Und die Mitarbeiter, die dort in der Smara arbeiten, tun wirklich ihr Bestes. Das sind auch mehrere Tierärzte. Also man macht wirklich alles möglich, damit es den Hunden einigermaßen gut geht. Aber wenn immer wieder neue Hunde sich auf den Straßen und bei den Hundebesitzern einfach vermehren, die dann wieder rausgeschmissen werden wie Abfall, ja, das passiert tatsächlich. Es werden auch häufig Hunde als Welpen für die Kinder angeschafft, damit die Kinder mit den Welpen spielen können, wird der Hund dann erwachsener, dann wird er einfach ausgesetzt. Tatsächlich. Aber nicht nur in Rumänien, in Portugal habe ich es auch erlebt. Die Hunde dienen tatsächlich als Spielzeug für die Kinder. Das muss man sich vorstellen. Anschließend werden die entsorgt. Dann laufen die Hunde erstmal ein paar Tage völlig wahllos auf den Straßen rum, wissen nicht, was los ist, weil erst bekommen sie die hundertprozentige Aufmerksamkeit vom Menschen und dann werden sie weggeschmissen. Das sind Lebewesen. Und das schicke ich jetzt auch mal nach Rumänien, nach Portugal, nach Spanien, ist mir egal wohin, auch nach Deutschland. Das sind Lebewesen. Respektvoller Umgang wäre hier mal angesagt, weil irgendwann kommt alles zurück. Deshalb bitte ich darum, wirklich, dass wir alle, egal in welche Länder wir reisen, wenn wir so etwas sehen, bitte darauf aufmerksam machen. Schaut nicht weg. Schaut nicht weg. Das ist das Schlimmste, was wir tun können. Diese Zeit hat mich echt geprägt. Diese Zeit hat mich auch verändert. In dieser Zeit habe ich auch mitbekommen, dass Hunde, die zu lange mit so vielen Artgenossen auf engstem Raum eingeschlossen sind, dass sie davon Verhaltensstörungen zurückbehalten. Wenn diese Menschen, die dafür verantwortlich sind, genau mal in so eine Situation kämen, dann wüsste ich mal gerne, wie sie darüber anschließend denken würden und wie sie damit umgehen würden, wie sie fühlen würden. Mir geht es darum, dass die Menschen lernen, dass die Natur und die Tiere Respekt verdienen. Mein Vater hat mir schon von Anfang an meines Lebens beigebracht, sei respektvoll, liebevoll und behutsam mit der Natur und mit den Tieren. Und dann kannst du es auch mit Menschen sein. Wenn ich an die Zeit der Smäurer zurückdenke, dann denke ich an ganz, ganz viele Tränen. Dann denke ich an ganz, ganz viele verzweifelte Momente. Und als ich durch die Reihen gegangen bin und habe diese 3, 4 Hunde ausgesucht,
Es war einfach, das macht jetzt auch emotional immer wieder was mit mir. Es war unvorstellbar. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn die Hunde schreien, an den Zwingerstäben hochspringen und einfach nur rufen, hol mich hier raus. Es ist unfassbar. Und ich habe dann tatsächlich 4 Hunde ausgewählt. Die sind dann ins Revier für Hunde gekommen, sind vermittelt worden. Eine Hündin ist dann hier geblieben. Viele von euch kennen sie sicherlich noch. Die Ömi, sie hat 7 Jahre in der Smeurer im Zwinger gelebt. 7 lange Jahre. Genau, lass das mal wirken, wenn man 7 Jahre in einem Zwinger ist. Keine 7 Stunden, 7 Jahre. Und als sie dann hier ankam, war sie sofort ein Hund, der das Leben genossen hat, in vollen Zügen. Ömi ist, ja, am 4. Advent 2021 verstorben und mit ihr ging auch ein Stück Smeurer tatsächlich. Und ein Hund, der, ja, sie war für mich so die rumänische Schamanin. Sie war für mich so eine kleine Göttin. Das war der Hund mit diesen funkelnden Augen, die so aussahen wie Sterne. Und als Ömi gegangen ist, hat sie aber ganz viel Energie hier gelassen. Und auf mich und auf die anderen Hunde übertragen und hat diese Energie auch hier im Revier ausgelebt und auch uns geschenkt, als sie gegangen ist. Und wenn ich mir dann überlege, dass Ömi ein Hund von 7000 ist, ein Hund mit einer Seele, mit einem Bedürfnis nach Liebe, nach Zuwendung, nach Zuneigung. Und wenn ich überlege, wie viele Hunde in den Zwingern sitzen, nicht nur in Rumänien, in der Smeurer, sondern in vielen, vielen anderen Zwingern und Stationen, wo sie einfach nur verwahrt werden, dann bricht es mir immer wieder das Herz. Ich bin mit Leib und Seele Tierschützer. Ich bin mit Leib und Seele Naturschützer und ich bin mit Leib und Seele jemand, der dafür sorgen möchte, dass wir immer wieder hinschauen und dass wir lernen, dass wenn wir Menschen mit den Hunden und mit den Tieren so umgehen, ja, dass das auch irgendwann auf Menschen zurückkommt. Weil ich glaube, wer mit Tieren so achtlos umgeht, der kann das auch irgendwann mit Menschen. Es kommt sich immer auf die Situation an. Deshalb hat mich die Zeit in der Smeurer geprägt. Ja, ihr merkt, also es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Bei mir kommt dann immer wieder auch Wut hoch, Verzweiflung und auch sehr viel Traurigkeit. Aber ich versuche mich dann wieder ein Stück weit zu fangen, weil ich mache mich auch jetzt wieder auf den Weg in den Tierschutz. Ich bin andauernd irgendwo immer beschäftigt, dafür zu sorgen, dass wir alle hinschauen, damit sich diese Situation verändert, damit wir für den Tierschutz sensibilisiert werden, damit wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass dieses Leid irgendwann ein Ende hat. Wenn ich euch mitnehmen würde auf die Reisen, wo ich so viele Hunde gesehen habe, dann würden manche von euch es kaum glauben, dass das die Realität ist. Und die möchte ich immer offenlegen. Dazu habe ich auch ein Lied geschrieben, ja tatsächlich das Lied der Hunde. Es ist durch die Smeurer, durch den Aufenthalt, den ich in der Smeurer verbracht habe, entstanden. Und ich habe dieses Lied den Hunden gewidmet. Den Hunden, die für Tage, Wochen, Monate und Jahre und manche bis an ihr Lebensende in einem Zwinger sitzen und ihn nicht verlassen und dort auch sterben. Dafür möchte ich sensibilisieren und genau dafür brauche ich euch. Schaut nicht weg, schaut hin und versucht auch ihr immer wieder ein Stück weit zu helfen. Ihr tut nicht mir einen großen Gefallen, wenn ihr euch einen Hund aus dem Tierschutz zu euch holt, sondern ihr tut einem Hund einen Riesengefallen. Ihr rettet diesem Hund das Leben und gebt ihm die Möglichkeit, als Seelenhund an eurer Seite zu sein. Also, die Smeurer hat mich geprägt.
Die Smeura würde jeden prägen, der doch durch die Reihen geht. Aber ich glaube, wir sollten einfach schauen, dass wir den Mut und die Hoffnung nicht aufgeben und immer wieder weiter dafür gerade stehen, dass auch die Tiere aus dem Tierschutz eine Chance bekommen. Und diese Chance könnt ihr ihnen geben. Also, atmet einmal durch und wenn ihr euch das nächste Mal überlegt, euch ein Tier oder ein Hund, ein Pferd, Katze, irgendwas zu euch nach Hause zu holen, dann schaut im Tierschutz nach. Dort findet ihr die wundervollsten Seelen und die dankbarsten Geschöpfe, die ich je in meinem Leben kennenlernen durfte. Also, ich bedanke mich bei euch.